So, heute zeige ich einfach mal so schnell, quick and dirty, das Modell eines neu kolorierten Velociraptor. Hierbei handelt es sich um den Velociraptor Winston von der Firma Rebore. Der wurde wieder sehr schön von Martin Garrett neu koloriert. Sieht wirklich toll aus, finde ich. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie euch die Bemalung oder generell dieses Modell gefällt. Okay, hier wurde jetzt auf aufwendige Diorama-Bepflanzung verzichtet, aber der soll ja eher in wüstenartigen Gegenden gelebt haben. So, dann können wir ja noch mal kurz mal messen. Los, wird scharf. So, in direkter Linie haben wir hier so, ja, so circa 18,5 cm. Wenn ich den ganzen jetzt nochmal messe, von der Schnauzenspitze über den Rücken, also der Körperform folgend bis zur Schwanzspitze, dann haben wir eine Länge von 25,5 cm. Und hoch ist das gute Tier circa 11 cm. Ja, das soll es schon gewesen sein.